eBay 38 Euro und das Paket habe ich auch schon vor geraumer Zeit gekauft. Und da drin ist mit Sicherheit ein PC und da gucke ich mal, ob der direkt funktioniert oder ob er gleich repariert werden muss. Wenn man so im Internet surft, da findet man ja immer so einige Sachen, einige Angebote und manchmal biete ich einfach mal was drauf, irgendwie so 20 Euro, 25 Euro und kriege dann auch nach einer Woche einen Zuschlag plus Versand kommt dann eben sowas zusammen wie 38 Euro und dann schickt er das und man hat auch nicht immer Zeit und da gucke ich mir das einfach irgendwann mal später an. Und hier, das sieht nach einem schönen PC aus. Hier unten sehe ich schon was Blaues. Mal gucken, was hier drin ist. Und das ist tatsächlich ein PC. Der ist auch richtig schwer, den kann man gerade so halten. Und da ist auch Windows XP drauf und sehr lustig. Hier ist der Lizenz-Key, der Product-Key, der ist abgeklebt. Das habe nicht ich gemacht für das Video oder sowas, sondern das hat tatsächlich der Vorbesitzer gemacht, der dieses Gerät versteigert hat. Der hat das wohl scheinbar fotografiert und hat vorher den Key hier abgeklebt und hat den Aufkleber aber auch gar nicht abgemacht, als er den PC dann hier eingepackt hat. Der Karton, der kann mal weg. Und den Rechner, den habe ich hier drauf gewuchtet, das kann man gar nicht anders bezeichnen. Postboten hassen alte PCs, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Der ist so schwer, der lässt sich hier kaum bewegen. Und oh, hier oben sehe ich schon, ich weiß nicht, ob man das eben gesehen hat, da hat das eigene Gewicht den PC schon ein Schnäppchen geschlagen. Richtig schön verbogen hier oben alles. Qualität sieht irgendwie anders aus. Und das hier hält nicht besonders gut mehr hier oben. Hier oben ist auch noch ein Siegel drauf, also die Garantie ist jetzt mit Sicherheit komplett weg. Netzteil ist vorhanden, jede Menge Aufkleber vor dem Öffnen, Netzstecker ziehen. Und hier unten, das ist ein PCTA83349. Jetzt weiß ich auch wieder, wieso ich diesen PC ersteigert habe, wieso ich da drauf geboten habe, wieso ich den überhaupt gefunden habe in eBay, weil hier Targa dabei steht und das kann man eben prima eintippen in die Suche. Viele andere PCs, das sind ja No-Name-PCs. Ja, was will man da eintippen, wenn man No-Name-PC sucht? Da kann man die ganze Rubrik eben durchgehen bei eBay, aber da ist man ja hier Stunden mit beschäftigt und das geht natürlich hier einfacher, wenn ich einen konkreten Begriff habe. Und das sieht auch alles ziemlich original aus, mal abgesehen davon, dass hier zwei Karten fehlen oder zumindest zwei Abdeckungen. Hier habe ich ein Modem eingebaut, das war ja für die damalige Zeit üblich. Dann hier FireWire, auch noch hier der große Stecker, dann viermal USB vielleicht nachgebaut. Und hier, da ist die Grafikkarte und auch ein analoger Ausgang. Das war ja damals auch bei vielen Discounter-PCs, dass da immer ein analoger Ausgang dran war. Also ich kenne niemanden, der da seinen Fernseher angeschlossen hat und da Videos drauf geguckt hat. Ich gucke mir den PC mal von vorne an und der ist richtig schwer. Der hat hier mindestens mal 10 Kilo und so sieht er aus. Und hurra, da geht die Sonne auf. Also hier, das ist wirklich quietschgelb, das kann man gar nicht anders beschreiben. Und das hellste ist immer noch das Diskettenlaufwerk hier vorne. Das sieht so ein bisschen original aus, vielleicht irgendwann mal nachgebaut, aber ist natürlich ein toller Originalzustand, auch eben mit dem Original-Gilb hier vorne drauf. Richtig schön hier oben mit diesem 3D-Logo von Targa, also wenn man hier drüber greift, das ist richtig erhaben, das geht so nach außen und hier sieht man dieses Helle, das ist die Softbox, die sich da spiegelt. Und hier auch schön gemacht, für die damalige Zeit zumindest, sind diese blauen Applikationen hier vorne drauf, der blaue Einschalter. War damals richtig schick, heute richtig schrecklich. Ist natürlich immer Geschmackssache, so im Laufe der Jahrzehnte, aber auch super gut bei dem Gerät. Das scheint auch alles so original zu sein, wenn man sich den Gilb mal anguckt, bis auf das Diskettenlaufwerk. Also, das ist wohl so beim Kauf damals beim Discounter dabei gewesen. Dann hier so ein Kartenleser, dann habe ich hier einen CD-Brenner und das hier oben ist ein DVD-ROM-Laufwerk. Targa Visionary steht auch hier unten drauf, auf der Seite auch nochmal hier reingepresst in den Kunststoff, damit man es auch nicht vergisst, was man für ein Gerät hat. Steht ja auch nur dreimal drauf vorne. Hier drüben AMD Athlon XP, dann habe ich hier Windows Vista und da ist eine Nvidia-Grafikkarte, zumindest im Original drin gewesen. 1450 Euro hat so ein PC mal gekostet bei Lidl im Jahr 2003. Auf jeden Fall gab es da ein Angebot für ein Targa Visionary für 1450 Euro. Ob es genau der ist, gucke ich gleich mal rein. Also bei diesem Angebot damals war drin gewesen AMD Athlon XP 2600 Plus, TV-Karte FireWire 256 MB SD-RAM, 120 GB Festplatte, ein Modem und eine Sapphire-Karte. Das kann natürlich schon mal nicht sein. Hier ist ja eine Nvidia drin. XP war damals natürlich im Jahr 2003 auch drauf.
Ich habe mal aufgeschraubt und das ist das, findet man heute nicht mehr, richtig dickes Metall. Und so dickes Metall gibt es heute bei keinem Big Tower, Mini Tower mehr, bei keinem PC-Gehäuse. Heute wird aus diesem Deckel das komplette Gehäuse gemacht. Klemmt irgendwie, wahrscheinlich durch den Transport ein bisschen verbogen. Das kann man sich mal vorstellen. Ich mache das auch zum ersten Mal auf. Ich bin überrascht, was sehe ich hier? Naja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Vor allem riecht sie nicht nach Keller. Das riecht hier wirklich wie auf dem trockenen Speicher. So ein ganz alter Holzspeicher, wo das Holz schon so 60, 70 Jahre alt ist, der ganz trocken ist. So ein Duft kommt hier raus, gar nicht mal so unangenehm. Auf jeden Fall auch nicht verrostet oder nicht verschimmelt. Mal gucken, was hier für eine Grafikkarte drin ist, ob es die originale ist. So sieht die aus. Ist auf jeden Fall schon mal eine Asus. Steht ja hier oben auch drauf, hier auf der Rückseite, da lese ich was V8170 und das sollte eine GeForce sein von Nvidia, eine GeForce 4. Bei Lidl wurden 2002 und 2003 unheimlich viele von diesen Rechnern verkauft, von diesen Targa-PCs. Und diese Targa-PCs, die waren alle irgendwie immer ein bisschen unterschiedlich. Die hatten andere Prozessoren drin, andere RAM-Größen, andere Mainboards, andere Grafikkarten vor allem auch. Haben immer so zwischen 1100 und 1400 Euro gekostet. Und hier habe ich mal so ein Prospekt. Und Lidl hat diese Geräte scheinbar auch in England verkauft. Das hier ist komplett englisch, dieses Prospekt. Und das sieht genauso aus wie die Prospekte, die man hierzulande bekommen hat. Also hier mit den Schnittstellen, die waren da alle abgebildet und das, was man jetzt hier sieht, das sieht auch in etwa so aus wie der Rechner, den ich hier stehen habe. Hier in England hatten die damals verkauften AMD Athlon 2000 Plus, da lief natürlich mit deutlich weniger Gigahertz, das waren nur 1,667 Gigahertz. Da hat AMD so ein bisschen gerne die Namen schön geschrieben, wenn man es mal so formulieren kann. Und hier ist genau die gleiche Grafikkarte drin, eben diese Asus und dann AGP 8170, so wie ich die hier habe. MX460 müsste das sein, 64 Megabyte RAM. Und das Logo ist ja auch vorne hier auf meinem PC drauf. Und das hier ist ein Asus Mainboard A7N266C. Und das lese ich jetzt hier nicht, muss ich gleich nochmal gucken, ob es der Fall ist. Festplatte, die fehlt natürlich in meinem Gerät, Datenschutz. Ne? Deswegen werden in Deutschland hier auch so viele Geräte ohne Festplatte verkauft. Und hier drüben die Rückseite, die sieht tatsächlich genauso aus wie bei dem PC, den ich jetzt hier habe. Grafikkarte ist auch da. Und hier unten sehe ich schon, was bei meinem PC hier fehlt. Das sind eben die Soundausgänge oder die ganze Soundkarte. Da weiß ich gar nicht, wie das hier gesteckt war. Und da habe ich hier auch einen CD-Brenner drin, 4012-48. Hier steht Asus dabei, hier steht noch Toshiba DVD-ROM. Ist in England verbaut gewesen und ich habe hier aber ein Teac-DVD-ROM und hier unten Softmodem und so weiter auch alles bei. Das ist tatsächlich genau das gleiche Mainboard wie hier in dem Prospekt von Asus. Das A7N266-C hat Asus hier richtig gut versteckt. Das steht hier oben ganz rechts in der Ecke, damit man es auch möglichst schwer findet. Das hier ist das Handbuch von Asus zu dem Mainboard. Kann man sich heute noch runterladen auf verschiedenen Seiten. Und Jumper Free, das war damals was ganz Besonderes oder was ganz Neues auf jeden Fall. Soggle A, klar, Athlon XP. Und dann mit einem Nvidia GeForce 415 Chipsatz drauf. Und Nvidia stellt ja auch keine Chipsätze mehr her. Die waren ja auch eher mittelgut und rausgekommen ist das 2002, dieses Mainboard, also jetzt genau 20 Jahre alt, sieht man auch in etwa schon am Design von dem Rechner. Und dieses Mainboard, das hat eine Besonderheit und das sieht man hier, das hat nämlich einen ganz speziellen AGP-Slot und zwar so einen AGP-Pro-Slot. Die AGP-Slots, die waren ja zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Jahre alt, aber diese AGP-Pro-Slots, wie das hier oben beschrieben wird, die waren da brandneu, so wie es hier auch steht, unterstützen die neueste Generation von Grafikkarten. Und da wird das ja auch hier gezeigt, wie das auszusehen hat. Und hier nochmal Achtung und Vorsicht, dass da eben ein Aufkleber dabei ist, der auf dem Slot hier auch immer noch drauf ist heute. Und da war ja das Problem bei den AGP-Karten, da gab es ja verschiedene Spannungen, da gab es 3,3 Volt-Karten und 1,5/3,3 Volt-Karten. Und hier unten nochmal ganz dick Achtung, dass man eben damit seine Grafikkarte oder eben das Mainboard kaputt machen kann, wenn man die falsche Karte nimmt.
Dieser AGP-Pro-Slot, der war länger als die anderen AGP-Slots. Und hier vorne, da ist nochmal dieser Warnaufkleber drauf. Und die Karte selber, die steckt nur im hinteren Teil. Lüfter funktioniert noch und hier hinten ist auch noch der Originalstaub von vor 20 Jahren dabei. Ist soweit zu erkennen, alles im Originalzustand. Leider auch hier das Kabelmanagement kriegt von mir leider nur eine 1 minus. Hätte ein bisschen schöner sein können. Bevor ich so einen Rechner aber einschalte, da kontrolliere ich auf jeden Fall vorher mal die Wärmeleitpaste, weil nach 20 Jahren ist da meistens nicht mehr viel von übrig. Den Kühler habe ich hier schon mal abgemacht und da sieht man hier dieses Dunkle, das ist hier so ganz hart, das ist einfach nur wie so ein Aufkleber. Und wenn man sich hier die CPU mal anguckt, da ist also keine Wärmeleitpaste mehr erkennbar. Das hier ist der Prozessor und hier ist der eigentliche Die und da ist irgendwie so ein Fleck drauf. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht eingebrannt, kommt dann wirklich fast zuvor. Vielleicht geht es auch ab. Ich mache da gleich mal ein bisschen Lösungsmittel drauf. Aber mit dem Finger kriege ich das nicht mehr ab. Also wenn man das so jetzt eingeschaltet hätte, der wäre mit Sicherheit in 10 Minuten durchgebrannt, wenn es jetzt nicht schon ist. Ich mache das mal mit ein bisschen ISO sauber. Und ja, siehe da, das funktioniert tatsächlich. Ist jetzt eben hier komplett ab, dieses Schwarze, und das war hier richtig ausgehärtet, das war richtig festgebacken da drauf und da fehlt wirklich ein bisschen Wärmeleitpaste. Ist tatsächlich ein AMD Athlon XP 2000 und die einzige Möglichkeit bei diesen Prozessoren das rauszufinden, ist wirklich den Kühler abzumachen und die Aufschrift, den Aufdruck da drauf zu lesen. Alles wieder sauber und das ging hier nur ab mit Silikonentferner und hier drüben der Prozessor ist auch wieder sauber. Der ganze Staub, den habe ich mal rausgemacht mit dem Staubsauger und da gucke ich mal, ob das jetzt klappt. Neue Wärmeleitpaste drauf. Da brauchst du wirklich nicht viel. Das ist hier nur ein ganz kleiner Prozessor-Die. Ich verteile die Wärmeleitpaste mal so ein bisschen mit so einem Zahnstocher. Und dann kann der Kühler auch wieder drauf. Sicherheitshalber nochmal das Netzteil testen, habe ich einen Netzteiltester angeschlossen. Ich schalte es mal ein und das Piepen kam aber ziemlich spät und die Spannungen, die sind scheinbar auch von einem 20 Jahre alten Netzteil. Da sieht man ja schon, da ist eine Spannung dabei, die ist eher grenzwertig und das ist eben hier plus 12 Volt V1, 11,4 Volt und das ist natürlich zu wenig. Es gibt natürlich auch immer wieder einige, die schreiben in die Kommentare, ja, so Toleranzen sind okay, das ist auch richtig prinzipiell, aber 11,4 Volt ist eigentlich schon unter der Toleranz. Also mit diesen Messgeräten, da misst man tatsächlich eigentlich immer 12 Volt, 12,1 Volt. Das sollte ein Netzteil schon haben. Und hier bei 3,3 Volt rechts zum Beispiel, das ist ja auch so, die sind eigentlich immer stabil. Komischerweise gehen 3,3 Volt bei Netzteilen so gut wie gar nicht kaputt. Habe ich noch überhaupt kein Netzteil gehabt. Meistens ist es die 12 Volt Spannung oder eben die 5 Volt Spannung. Ich schalte das Gerät mal ein. Anlaufen tut er schon mal. Der hat ja richtig schnell gestartet, der PC. Das ging ja hier innerhalb von 2 Sekunden. So schnell starten ja viele Notebooks heute nicht oder nicht mehr und auch viele PCs nicht mehr. Und hier auch scheinbar alles richtig erkannt. Mainboard ist okay. Und dann hier Athlon XP 2000 Plus hat er erkannt. Ist ja ein jumperless Mainboard. Bei diesen Prozessoren ist es in der Tat so, dass man eben wirklich wie damals bei vielen Prozessoren den ausbauen muss und drauf lesen muss, was ist es für einer. Sonst steht hier gern was Falsches. 512 MB RAM sind hier drin, sind zwei Module. Vielleicht erweitert, man weiß es nicht. Und hier habe ich dann eben den Teac, das ist ein DVD-Laufwerk, ein DVD-ROM und dann Asus Brenner. Und da ist sogar hier ein Virus-Scanner im BIOS eingebaut. Das war damals üblich. Trend Chip Away Virus On Guard. Super ist der halt auch auf Wache. Und hier unten Floppy nicht gefunden. Ich gehe mal ins BIOS rein. Guck mir das mal an und da gucke ich vor allem auch erstmal nach den Temperaturen. Sind hoffentlich hier unten Hardware-Monitor. Ja, das ist sehr gut und das ist auch wirklich immer wichtig bei alten Rechnern. Zuerst mal gucken, wie sieht es aus mit der Temperatur? Am besten direkt ins BIOS rein. Da habe ich hier 36 Grad Mainboard, das kommt hin. Hier ist es momentan ziemlich warm. Hier sind es 29 Grad, CPU-Temperatur 42 Grad. Naja, das glaube ich nur wirklich nicht eigentlich. Also das kann eigentlich nicht sein. Und so gut ist die Wärmeleitpaste nicht, die hier drauf ist. Es ist ja keine Kupfer-Wärmeleitpaste. Video blende ich hier oben nochmal ein, wer es nicht gesehen hat. Und hier Fanspeed auch sehr gut. Das war wichtig, das scheint zu stimmen.
Und dann habe ich hier zum Beispiel die Spannung, und das ist interessant, weil die sind ganz anders eigentlich, zumindest die 12-Volt-Spannung, als man eben bei dem Messgerät gesehen hat. Bei 12 Volt habe ich hier 12,2, hatte ich ja eben nur 11,4 gehabt, und hier bei 5 Volt 4,7. Klar, jetzt ist natürlich das Netzteil angeschlossen im Betrieb, da verändern sich die Spannungen, aber meistens fallen die ja und steigen nicht. Aber zwei Sachen sind natürlich sicher. Erstens, solange das so funktioniert, nicht abstürzt, nicht dauernd eben Reset macht, dann ist die Versorgungsspannung okay. Also wenn ihr einen Rechner habt oder ein Elektronikgerät, ganz egal was das ist, ob das ein Flipper ist oder ein Videospielautomat oder ein PC oder ein Notebook, und das startet sich ab und zu mal von selber neu, dann kann sein, dass da irgendwelche Spannungen zusammengebrochen sind. Das hat man natürlich gerne bei komplizierten Elektronikgeräten. Und die andere Sache, die natürlich auch auf jeden Fall richtig ist, ein 20 Jahre altes Netzteil, wie das hier oben ist. Ich brauche da gar nicht weiter nachzugucken, wenn man das optisch sieht, sieht man das schon. Ein 20 Jahre altes Netzteil wird definitiv nicht besser und muss irgendwann eben mal ausgetauscht werden. Eigentlich ist es schon 10 Jahre zu spät. Ich suche mir mal eine passende Festplatte raus. Der Vorbesitzer hatte seine ja ausgebaut und hatte da wahrscheinlich nochmal genüsslich ein ganzes Wochenende mit dem Hammer drauf rumgehauen. Vermute ich mal einfach so. Und da habe ich hier mal ein paar Kisten rausgeholt, die passen könnten. Hier habe ich eine von 2001. Das ist ja schon mal ganz gut. Die lege ich mal hier nebenhin. Im Original waren da ja 120 GB drin gewesen. Und hier alle IDE, auch IDE, alle so rum reingetan, damit man das hier sieht, den IDE-Anschluss. Hier sieht man schon bei denen, also die sind ein bisschen älter. Also die passen jetzt definitiv nicht hier in den Rechner rein. Sind doch nur 80 GB. Ich habe in dem Prospekt hier nochmal geguckt. Das ist natürlich ein englisches Prospekt, aber die werden wahrscheinlich irgendwo produziert worden sein und alle in der ziemlich gleichen Ausstattung. Da hier ist drin Seagate 80 GB, und da habe ich mal diese Platte hier rausgesucht. Aus dieser Kiste ist tatsächlich eine Seagate-Platte mit 80 GB. Mal gucken, ob die noch funktioniert. Andere Modelle, die ein halbes Jahr später rauskamen, die hatten dann die 120 GB, habe ich eben nochmal geschaut. Und die hatten dann eben auch einen anderen Prozessor drin, natürlich einen schnelleren 2600 Plus zum Beispiel. Dankeschön an den Zuschauer, der die Festplatte gespendet hat. Und wie man jetzt hier sieht, ganz egal, wie lange das dauert, die Sachen kommen wieder zusammen und man kann solche Sachen immer prima zum Reparieren und Restaurieren von Geräten benutzen. Also wenn ihr irgendwo noch alte Hardware habt, die ihr nicht mehr braucht, gern auch neue, einfach mal in die Kommentare schreiben oder eben einfach eine E-Mail schicken. Link findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung. Ich glaube, die Knopfzelle, die kann ich auch austauschen, habe ich auch schon gemacht. Das hier ist die alte 0,07 Volt, wirklich sehr wenig. Alles wieder richtig eingestellt im BIOS. Festplatte wird auch erkannt und die klackert auch nicht. Insofern hoffe ich mal, dass die auch funktioniert. Und hier habe ich Datum einfach mal 2009 eingestellt. Ist ja ganz egal für Windows XP. Bootreihenfolge erstmal von der Floppy versuchen. Das macht natürlich keinen Sinn jetzt hier, aber ist eben einfach klassisch. Und dann hier von dem TAC-DVD-Laufwerk und dann erst hier von der Festplatte. Das speichere ich mir mal ab hier und starte mal neu. Funktioniert, hat von CD gebootet und ganz klar, der bootet hier definitiv nicht von einem USB-Stick. Der braucht vielleicht noch diesen Plop-Bootmanager, das wäre möglich. Dadurch könnte das funktionieren, aber das BIOS selber wird es mit Sicherheit nicht machen. Ich starte hier mal dieses Astra-Tool und gucke mir mal an, was hier genau verbaut ist. Was gab es damals so bei Lidl für teuer Geld? AMD Athlon XP 2000 Plus, dann hier Asus Mainboard mit Enforce AGP-Controller, Enforce Chipsatz natürlich, dann auch ist genau der 415, 420. Und dann hat es hier 512 Megabyte Speicher, 2x256 Megabyte Module, wahrscheinlich erweitert 80 Gigabyte Festplatte. Ja, das scheint ja zu klappen. Dann zwei Laufwerke. Gut, Video ViewSonic, das ist der Monitor, den gab es damals nicht. Und hier die MX460, die kann auch ausgelesen werden. 64 MB RAM und dann hier so ein Modem, das ist mit dabei, wobei man das eigentlich so 2002, zumindest hier in der Gegend, auch nicht mehr benutzt. Die meisten hatten damals hier in Südhessen, was gab es hier? So ISDN gab es und DSL natürlich auch, aber Modem hat man eigentlich gar nicht mehr benutzt. Der Prozessor, AMD Athlon XP 2000 Plus, ist ein Palomino oder Palomino Sockel A, und hier sind die Daten. Und ich starte den Rechner mal neu und kann mal hier dann Windows XP installieren. Hier unten steht auch noch, wann der rausgekommen ist. 2001, also dieses Astra-Tool, das ist wirklich gut. Und ich installiere mal Windows XP.
Dieser Rechner hier, der hat tatsächlich noch einen Reset-Schalter. Ist hier zu sehen blau, das ist der Ein- und der Ausschalter. Und das hier, das ist der Reset-Schalter. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber heutige Notebooks haben überhaupt keinen Reset-Schalter mehr. Das hatten die aber schon länger nicht mehr. Und die meisten PCs, die man kaufen kann, Gaming-PC, Desktop-PC, ganz egal, die haben auch keinen Reset-Schalter mehr. Ich mache hier Windows XP Home drauf, so wie das hier liegt. Und das war auch im Original drauf. Auf diesem Rechner ist ja hinten noch der Aufkleber drauf. Und das ist auch ein Targa-Aufkleber, also auch direkt vom Hersteller. Targa war eben von der Firma Actebis. Und Actebis war ja ein Großhändler gewesen. Die hatten damals eben Computer, Komponenten, Drucker und die ganzen IT-Sachen verkauft wieder an Computerhändler. Hatten selber eine eigene Marke, Targa eben. Und die wurden dann im Lidl verkauft, aber auch nicht in jedem Lidl. Hier wird es gerade ein bisschen lauter. Das kommt hier aus dem Netzteil raus. Ich wusste gar nicht, dass das auch einen leistungs- oder einen wärmeabhängigen Lüfter hat. Ich hoffe mal, das hält noch das Video durch und nicht, dass hier gleich die Sicherung rausfliegt. Hier ist das nächste Problem, was man sieht bei diesen Rechnern. Da ist ja ein Kartenleser eingebaut und Windows XP mag irgendwie Kartenleser gar nicht oder kommt damit ganz schlecht zurecht. Und wenn man jetzt hier Windows XP installiert, das natürlich logischerweise nur auf die Festplatte passt, dann kann sein, dass die Festplatte irgendwann, wenn Windows XP fertig installiert ist, den Laufwerksbuchstaben G oder E oder F oder einen anderen hat, je nachdem, wie viel Kartenleser man hat. Und ich werde das einfach hier mal installieren und guck mal, was da rauskommt. Scheint gut zu funktionieren, der PC, das Windows XP installiert sich genauso, wie es vor 20 Jahren war. Und ich habe hier mal eine Schaumstoffplatte einfach davor gestellt, weil mir ist aufgefallen, bei vielen PCs, gerade wenn die so ein bisschen älter sind, aber nicht unbedingt nur bei älteren PCs, wird es teilweise in den Videos relativ laut, wenn hier der Lüfter läuft und dann kommt der Schall hier ans Mikrofon. Und das möchte man natürlich nicht. Ich bin mal gespannt, ob es diesmal ein bisschen leiser ist. Rechner neu gestartet und wie man hört, ein anderes Netzteil eingebaut. Das andere war wirklich super laut gewesen. Das war auch super heiß gewesen. Man sieht und hat auch da schon gehört, okay, so ein Netzteil will eben ausgetauscht werden nach 20 Jahren. Da läuft man auch immer Gefahr bei so alten Netzteilen, dass wenn da was schief läuft im Netzteil, wenn da ein Kondensator platzt, dann macht es auch meistens Rums und dann ist auch die Hauptplatine kaputt. Das war damals sehr oft der Fall und hier war mindestens mal der Lüfter sehr laut. Die Nachbarn haben sich schon beschwert und ich habe mir hier ein anderes Netzteil eingebaut, das ist deutlich leiser. Das andere Problem, was man aber da sieht, ist natürlich ein neues Netzteil, ist auch keine Universallösung. Da ist ein riesiger Kabelbaum hinten dran. Das kann man hier nicht abmachen. Also das ist auch nichts für Dauer. Also ein einfaches Netzteil ist meistens besser als irgend so ein Riesennetzteil mit 500, 600, 700 Watt, wo hier noch Tonnen von Kabeln dran sind, was kein Mensch braucht, was auch nur Energie verschwendet. Hier ist aber alles prima erkannt und mal gucken, ob ich das hier einrichten kann. Nö, das möchte ich nicht weiter. Und dann hier noch ein Benutzername, tippe ich hier mal ein, auch weiter. Und die Festplatte, die macht den Rechner wirklich nicht schneller. Das ist wirklich der Originalzustand und auch die Originallangsamkeit von damals. Funktioniert aber wirklich super. Ich habe jetzt hier eben nochmal die Grafik ein bisschen eingestellt, damit das ein bisschen größer alles ist. Und ich gucke mir mal die Eigenschaften vom Arbeitsplatz an und gehe hier auf Hardware, Gerätemanager, weil was ich hier an diesem Rechner wirklich vermisse, das ist die Soundkarte. Und die fehlt eben definitiv. Also hier war mit Sicherheit eine Soundkarte gesteckt in den PCI-Bus und das ist auch sehr interessant, zeige ich gleich mal. Und hier habe ich eben nur so ein paar Mediensteuerungsgerät, Videocodecs und so weiter, aber eine Soundkarte ist hier nicht vorhanden. Und die Grafikkarte, die wurde aber erkannt, Nvidia GeForce 4 MX460 mit dem Microsoft-Treiber, macht aber nichts, funktioniert ja erstmal prima. Hier unten, hier war die Soundkarte drin und hier ist der freie Slot ja noch zu sehen. Sehr interessant übrigens bei diesem Mainboard, da gibt es zwei PCI-Steckplätze und die blockieren sich ja gegenseitig. Und das war vielleicht irgendeine Spezialkarte. Also wer dazu was weiß, wer so einen Targa-Rechner hatte mit so einer komischen Soundkarte, der kann ja einfach mal was in die Kommentare schreiben. Da kann ich da mal nach googeln oder kann mal gucken, ob ich so eine Karte noch finde. Da sieht man das jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Oben in den PCI-Steckplätzen, da stecken ja Karten drin. Und unten der allerletzte, der ein bisschen versetzt ist, der ist irgendwie speziell. Keine Ahnung, wozu das gut war oder was da drin war. Sieht so ein bisschen aus wie bei Aldi Medion. Da gab es ja auch immer so einen blauen Steckplatz.
Wenn man diesen Rechner googelt, dann findet man tatsächlich noch irgendwelche Hardware-Tests von früher, von vor 20 Jahren. Und da wird oft geschrieben in diesen Hardware-Tests, dass er sehr laut ist. Und das kann ich hiermit bestätigen. Das ist meiner Erfahrung nach, meines Wissens nach, auch der Originallüfter, so wie die damals dabei waren. Das Netzteil, das ist dummerweise hier so RGB, das leuchtet hier so unten raus. Kann man auch die Farbe ändern, hinten durch Knopfdruck. Also ist ja ganz nett. Aber brauche ich in diesem Rechner jetzt gerade gar nicht. Und ich mache es mal grün. Wenn ich hier den Lüfter anhalte mit dem Finger, dann wird es deutlich leiser hier. Dummerweise auch sehr heiß hier. Und ich schub's den mal wieder an. Jupp, da läuft er. Und ich guck mal hier. Ja, also der Kühler, der ist super heiß. Wirklich ein toller Rechner, fast im Originalzustand, bis auf die Festplatte, aber die kann man ja ersetzen. Und die Soundkarte, wirklich schade. Und da ist auch noch ein freier Slot und ich frage mich, was da drin war. Vielleicht hat da jemand eben eine TV-Karte drin gehabt. Die hatte ich ja, glaube ich, in dem Prospekt auch gelesen. Aber kann natürlich sein, dass da irgendeiner vielleicht auch eine ISDN-Karte drin hatte oder sonstiges. Aber soweit ist er schon mal ziemlich original und ziemlich wenig verbastelt. Wenn ihr noch irgendwelche Hinweise habt zu dem Rechner oder den selber gehabt habt oder einen Prospekt habt oder einen Link zu dem Prospekt habt, dann könnt ihr eben das gerne mal an die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, bin ich über jeden Hinweis dankbar. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, könntet ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da gibt es noch weitere Links, Tipps und Tricks zu ähnlichen Videos und eben auch zu Komponenten und zur Seite Tooltimepedia. Und Tooltimepedia ist ein Hardware-Archiv aus 3 Jahrzehnten. Schaut es euch einfach mal an. Links findet ihr auch in den Kommentaren. Besucht mal die Seite tooltime.de, das ist diese hier. Tooltime.de, da gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Rechner schneller macht mit Windows 10, mit Windows 11 oder mit Linux, wie man seinen Drucker auseinanderbaut, wie man sein Notebook auseinanderbaut und repariert und jede Menge andere Sachen. Links findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Besucht mal die Seite Tooltimepedia, die ist jetzt hier zu sehen. Tooltimepedia ist ein Hardware-Archiv, ein Software-Archiv aus 3 Jahrzehnten, 30 Jahre IT-Geschichte. Da findet man alte Mainboards, alte Prozessoren, Festplatten, Grafikkarten, da gibt es Spiele, da gibt es Betriebssysteme und sonstige Hardware, die man in den letzten 30 Jahren so hatte, was die damals gekostet hatte und was die damals oder heute noch kann. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.